Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, warum eine Funktion, die als Quellmenge eine endliche Menge hat, immer stetig sein wird. Das Ganze mit Formeln und fiesen Notationen, vielleicht ein bisschen kompliziert. So, mal wieder da hochgegeben. Zuerst mal müssen wir uns überlegen, was wollen wir eigentlich beweisen. Wer sich das vorige Video angeguckt hat, weiß es schon. Grundsätzlich wissen wir, wenn wir eine konstante Folge haben, dann ist der Grenzwert dieser konstanten Folge diese Konstante. Das heißt, wenn ich eine Menge p hätte, die jetzt nur 2 hat, dann kann ich da nur Folgen draus machen, die einfach alle 2 sind, alle konstant. Und wenn ich diese konstante Folge, beziehungsweise immer wieder die 2 einsetze, dann konvergiert es auch gegen dasselbe. Hier nochmal hingeschrieben, was es als Formel bedeutet. Die Stetigkeit in einer Funktion. A und ai ist jetzt hier nicht definiert, das sind jeweils Elemente aus p. Aber ich will das Video nicht unnötig in die Länge ziehen, wir gehen auf den Hauptpunkt ein. Wem das zu schnell war, der soll die vorigen Videos nochmal gucken. Ganz kurz, wir wissen also, konstante Folgen sind konstant und der Grenzwert ist genau dasselbe. Das heißt, was wir hier beweisen wollen, ist, dass die Folgen, die einen Grenzwert haben, der in p liegt, irgendwann konstant werden müssen. Das ist, was wir beweisen wollen. Und das muss klar sein, dass wir das beweisen wollen. Weil wenn wir das bewiesen haben, dann haben wir auch den Beweis dafür gebracht, dass alle Funktionen in f stetig sein müssen. So, aber jetzt rücken wir das mal ein bisschen zusammen. So, jetzt wird es ein bisschen spooky mit den ganzen Formeln und so. Lasst euch nicht abschrecken. Wir wollen insgesamt ein xi haben. Und wir wollen auch mit einem xj arbeiten. Und die sind beide Elemente von unserem p. Also, boah, sieht das echt übel aus. Wobei i und j jeweils hier diesen Index beschreibt. So, dann gehen wir einfach mal davon aus, wir haben eine Folge an. In diesem Fall ist dieses n auch ein Index hier. Also so wie das i und das j. Das war zu wenig Platz. So, und wir sagen jetzt, unser an, unsere Folge an, geht gegen xi. So, als nächstes wollen wir den minimalen Abstand rausfinden, den es zwischen einem gewissen Element hier und allen anderen gibt. Wir nennen diesen Abstand erstmal, wir fangen damit an, wir nennen diesen Abstand, sieht aus wie ein großes E, Epsilon i. Und dieses Epsilon i ist definiert als der minimale Abstand zwischen xi und xj. Vielleicht der Einfachheit halber zum Denken, wir überlegen uns erstmal, dass xi eine konkrete Zahl ist und xj irgend so ein fortlaufender Wert, der iteriert wird. Also zum Beispiel x1. Wir wollen den minimalen Abstand zwischen x1 und den anderen x-Werten haben. Warum ist das so? Warum macht man das so? Weil wir brauchen das, um den Grenzwert zu bestimmen. Warum? Weil der Grenzwert ja irgendwie so definiert ist. Sagen wir, ich habe hier ein Koordinatensystem. Hier ist vielleicht 3. Und, oh damn. Wir haben kein Koordinatensystem. Wir haben nur einen langen Zahlenstrahl. Und so, hier ist die 2 und hier ist unsere 3. Und wir brauchen nicht mal den Grenzwert bestimmen. Es geht uns nur um die Konvergenz. Wenn wir jetzt, nehmen wir an, wir würden wissen, der Grenzwert von irgendwas ist 3, von einer Folge ist 3. Das war ja fies, die gleiche Farbe. So, dann haben wir hier irgendwie einen Punkt und hier einen Punkt und hier einen Punkt und hier einen Punkt. Sagen wir, diese Punkte haben alle den Abstand 1. Dann sehen wir, wenn die alle den Abstand 1 haben sollen, dann schießen die natürlich über die 3 raus. Kann also überhaupt nicht gegen die 3 gehen. Also Schwachsinn, was ich gerade erzählt habe. Was also notwendig sein muss, ist, dass unser Abstand zwischen den Punkten eigentlich immer kleiner wird. So, es werden immer mehr Punkte. Je näher wir an die 3 kommen, desto mehr Punkte kriegen wir. Der Abstand zwischen einem und dem nächsten Punkt ist immer kleiner. Vielleicht noch als Information, wir reden hier übrigens über die reellen Zahlen. Das heißt, um zu beweisen, dass eine bestimmte Folge konvergiert, nicht um den Grenzwert zu bestimmen, sondern nur, dass sie konvergiert, müssen wir eigentlich nur zeigen, dass dieser Abstand zwischen den beiden Dingern von hier und hier einfach immer kleiner wird. Beliebig klein. Da sollte es irgendwo auch Klick machen, das sollte man schon mal gehört haben. Man kann jetzt diesen beliebig kleinen Wert mit irgendwelchen Variablen kennzeichnen. Und was wir gemacht haben ist, wir haben das ganze Ding Epsilon genannt, diesen minimalen Abstand. Also wir könnten sagen, das könnte unser Epsilon sein, das könnte aber auch unser Epsilon sein und das könnte natürlich auch unser Epsilon sein. So, warum machen wir jetzt den minimalen Abstand zwischen xi und xy so? Eine Scheiße. Das ist eigentlich auch gar nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Wir machen den Spotter nochmal weg. Wir wissen hier, wir waren gerade in den reellen Zahlen. Hier sind wir aber nicht in den reellen Zahlen, hier sind wir in p und p hat nur eine endliche Menge. Zum Beispiel ein Teil der natürlichen Zahlen. Wir könnten also sowas machen hier. So, nochmal kurzer Schwung nach hier oben. Dieses Epsilon, von dem ich gesprochen habe, was eines von den Dingern sein kann, muss auch ein Element von diesen reellen Zahlen sein, auf der wir uns bewegen. Und ich mache jetzt hier mal so einen Strich durch. Und hier unten sind wir nämlich nicht in den reellen Zahlen, sondern wir sind zum Beispiel in p. Hier, in unserem p, in unserer endlichen Menge. Die geht nur von 0 bis 6. Und die hat auch kein Pfeil O. So, das ist unsere endliche Menge. Wenn wir jetzt also den minimalen Abstand von 2 zu seinen Folgegliedern
zeigen sollten. Also wie hier, wir wollen irgendwie einen minimalen Abstand zwischen den Dingern bestimmen. Dann kann der minimale Abstand nicht irgendwie sowas hier sein. Also jetzt hier, das soll kein H sein, sondern so ein mit Pfeilen dran. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, dass wenn jedes dieser Elemente immer einen Abstand von 1 hat, dann kann ich nicht, um einen Grenzwert zu bestimmen, erwarten, dass die irgendwann 0,5 auseinander liegen nur noch. Oder 0,2. Weil die gibt es gar nicht in unserer Menge. Das könnte gar nicht sein. Dann würde ja eine endliche Menge überhaupt nicht konvergieren können. Der Grund, weshalb das hier oben mit dem Epsilon so schön geht, mit einem beliebig kleinen Abstand ist, weil wir in R sind. Und in R gibt es einfach unendlich viele Zahlen. Und zwischen der 2 und der 3 gibt es auch unendlich viele Zahlen. Und zwischen der 2,5 und der 3 gibt es genauso unendlich viele Zahlen. Noch viel unendlich mehr als hier und so. Aber das haben wir alles in der endlichen Menge nicht. Da haben wir nur unsere beschränkten Dinge. Und deswegen müssen wir auch selber erstmal rausfinden, was ist denn unser minimalster Abstand. Und der ist dann auch festgelegt. Nicht so wie dieses Epsilon hier oben, was man nicht wirklich greifen kann, weil es ja beliebig kleines sein kann. Hier unten ist es eben nicht beliebig klein. Sondern eben minimal genau dieser Abstand zwischen den beiden Dingern. Übrigens nicht, dass wir uns falsch verstehen. P muss jetzt nicht unbedingt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sein. Kann auch 0, 1, 2, 3, 5, 6 sein oder 1, 2, 3, 5, 6 oder so. Das ist uns eigentlich voll egal, wie viele Dinger da drin sind. Der Abstand, der minimale Abstand zwischen den einzelnen Gliedern ändert sich natürlich dann, aber den rechnen wir aus und deswegen ist das kein Problem. Boah, das hat lang gedauert. Allerdings haben wir hier noch eine kleine Anmerkung und zwar, dass I nicht J sein darf. Was das konkret bedeutet, ich springe nochmal, dass wir nicht, der minimale Abstand kann nicht 0 sein, heißt das konkret. Wir können nicht den minimalen Abstand als den Abstand von 2 bis 2 definieren. Das geht nicht. So, warum das ganze Gelaber? Wir sagen nämlich jetzt, wenn an gegen dieses xi geht, heißt es für uns, dass was auch immer in an steht, was auch immer das für eine Folge ist, also ob das kann zum Beispiel 1, 2, 3, 3, 3 sein. Sagen wir, xi wäre diese besagte 3, dann sagt uns unser epsilon i hier zusammen mit dem Grenzwertteil hier, dass die folgende super toll aussehende Formel gilt. So sieht das aus. Bei uns nennt man das Epsilon-Umgebung. Ich male das einfach mal bildlich hin, was das Ganze hier eigentlich für Mist bedeutet. Sieht sehr formelhaft aus, ist aber eigentlich super einfach. Wir gucken uns einfach an. Hier ist unser XI, das haben wir bestimmt. Das soll unser Grenzwert sein. Und wir haben jetzt gesagt, okay, da gibt es irgendwelche Folgen. Die können zum Beispiel so verlaufen, so mit so einem Pfeil, aber kommen irgendwann auf XI. Und die können natürlich auch einfach so verlaufen und gehen auf XI. Irgendwie, die gehen alle auf XI. Machen wir wieder weg hier. Ich hatte hier auch die 3 vergessen. Wir sagen, wenn das unser XI ist, können wir hier so einen Radius aufschlagen. Ob ich den gleich hinkriege, so. Einen Radius können wir hier einzeichnen. Und dieser Radius ist Epsilon I. Also man sieht hier Epsilon I und XI ist beides hier drin. Epsilon I ist einfach nur der Radius, den ich um XI aufspanne. Und innerhalb dieses Radiuses hier befinden sich, Achtung, Wortwahl ist wichtig, befinden sich fast alle Elemente dieser Folge, die auf xi zugehen. Wenn in unserem Fall hier xi mal 3 ist, dann sind diese ganzen 3en hier, sind fast alle hier drin. Warum sage ich jetzt fast alle 3en? Natürlich sind alle 3en da drin, aber diese Dinger hier sind ja nicht da drin. Aber die sind abzählbar. Also in unserem Fall sind das 2 und es könnten auch 10 Millionen Tausend sein, aber danach kommen nur noch 3en. Wer nicht weiß, warum da nur noch 3en kommen, der soll sich das vorherige Video nochmal angucken. So, warum stehen hier jetzt Klammern? Das ist für ein Intervall, wir wissen ja, solche Klammern sind Intervall ohne Rand und das sind Intervalle mit Rand, beziehungsweise das ist auch ein links ohne Rand und das ist ein links ohne Rand, rechts mit Rand. Sollte man wissen, wenn nicht, dann guckt das erst nochmal nach. Und in diesem Fall reden wir davon, dass links und rechts ohne Rand ist. Was heißt das jetzt konkret für uns? Das hier oder hier ist ein XJ. Ups. Wir wissen zwar nicht wo auf beiden Seiten, aber auf einem der beiden Seiten ist ein XJ. Wichtig ist, es ist nicht in diesem Kreis drin. Warum ist es nicht im Kreis drin? Wenn jetzt unser XI, wie gesagt, 3 wäre, dann wäre zum Beispiel, weil ich es ja auch so eingezeichnet habe, zum Beispiel wäre das hier 2. Das könnte ja zum Beispiel 4 sein. Das heißt, der minimale Abstand ist 1. Das heißt, auch unser Radius hier, das Ding hier, wäre 1. Aber wir sagen ja hier, wir wollen zwar den Radius 1 haben, aber wir wollen nicht mit der 1 haben, sondern ohne 1. Das heißt, hier, oh, das wäre mit 1, dann wäre X J noch drinne und wir wollen aber ohne 1 haben, weil wir ja diese runde Klammer haben und deswegen ist das XJ nicht mehr drinne. So, das wieder weg. Dann muss ich aber jetzt mal hier auch aufräumen. So, was wir also jetzt hiermit sagen wollten ist, das gilt,
fast alle an sind innerhalb von diesem Ding. Also u, e, i, x, i in unserer Epsilon-I-Umgebung. Also innerhalb dieses Kreises. Fast alle von dieser Folge, wenn sie denn gegen x, i konvergieren, sind in diesem Kreis. Warum ist das so? Das ist jetzt keine Ableitung, die ich gemacht habe. Das ist einfach nur genau das, was uns der Grenzwert hier sagt. Also ich mache mal den Pfeil hier weg. Also wir könnten hier so ein richtig fettes, großes, na gut, fett nicht unbedingt, aber so ein richtig großes Gleichheitszeichen hinmachen. Das ist gleich. Der Grenzwert sagt genau das hier unten aus. Nur in einer sehr komplizierten Schreibweise, wie man sieht. So, eben kurz angesprochen, jetzt nochmal für den Beweis ganz wichtig. Dadurch, dass das hier gleich ist, diese zwei Dinger sind gleich. Und auch das Intervall, diese Intervallteile, ist wichtig, dass es ohne Rand ist. Wenn das gilt, dann können wir dazu bemerken, okay, dann sind ja gar keine von den anderen Elementen mehr hier in diesem Bereich drin. Das heißt, irgendwann wird es nur noch xi in unserer Folge geben. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal 1, 2, oh, wenn wir jetzt nochmal so eine Folge haben, dann haben wir irgendwann einen Index. Also wenn wir jetzt sagen, okay, das ist ja an, also a1, a2, a3, a4, dann gibt es einen Index, in unserem Fall zum Beispiel dann den Index 3. Ist blöd, dass jetzt die 3 und 3 hier aufeinander fällt, aber ist so. Und wenn man ab diesem Index rechnet, dann kann man sagen, wenn ich diesen Wert aus dieser Folge jetzt hier in unsere Funktion tue, so, dann wird es immer dasselbe sein wie der Grenzwert, den ich aus dieser Folge hier oben, also aus dieser Folge raushole sozusagen. Und warum ist das so? Weil in diesem konkreten Fall ist nämlich die Folge eine konstante Folge 3 und dann ist natürlich auch der Grenzwert, unser xi hier, was wir bestimmt haben, 3. Weil konstante Folge, ich hoffe, ihr erinnert euch. Dieser Teil hier unten, der gilt wieder für fast alle. Das ist ein unglaublich wichtiges Wort, auch wenn es 2 sind. Uns interessieren nämlich gar nicht diese, die hier vorne sind. Uns interessiert nur für alle anderen, außer für x viele, für 2, für 3, für 300, für Milliarden. Aber danach, dann kommen nur noch diese hier und endlich 3 kommen da. Und für die alle gilt das hier. Und wenn das da gilt, dann können wir nochmal kurz hier hochgucken, dann wird auch das hier gelten. So, und das war im Grunde der Beweis. Wir können jetzt nochmal kurz, oh, hier nicht hin, das Beispiel von eben aufgreifen. Wir reden wieder über unsere begrenzte Menge p. Ich mache den Fall doch mal weg. So, sagen wir haben eine Menge, die aus 1, 2, 3, 6 und 9 besteht bei unserem p. Ups. Dann haben wir hier gesagt, wir bestimmen hier irgendwo den minimalen Abstand. Das ist für 1, 2 und 3 vielleicht relativ einfach nachzuvollziehen, aber hier bei 3 und 6 ist ja eine große Lücke und auch bei 6 und 9. Wir können ja auch einfach mal hier eine 8 hinschreiben, dann wird es ein bisschen anders. Hier stellen wir nämlich fest, wenn wir hier den minimalen Abstand ausrechnen, 2 und 3 kommt da raus. Beziehungsweise minimaler Abstand ist ja 2. Das heißt, wir gucken um die 6 in diesem Bereich hier. Und der Bereich, den ich gerade eingezeichnet habe, ist genau derselbe wie dieser hier. Das ist nämlich wieder unser Epsilon I, was wir da erstellen. Und auch hier, wenn wir sowas haben, wird es irgendwann so sein, wenn wir eine Folge haben wollen, die gegen 6 konvergiert, dann kann die natürlich 1, 2, 3, 8, 8, 8 und ganz viele 8er haben. Aber irgendwann, wenn sie gegen 6 konvergieren soll, wir können auch nochmal 1, 2, 3 oder sowas stehen und nochmal 3. Irgendwann, wenn sie gegen 6 konvergieren soll, müssen da nur noch 6 stehen. Warum müssen da nur noch 6 stehen? Warum kann da nichts anderes stehen? Weil in diesem Bereich und in diesem Bereich kommen überhaupt keine Zahlen vor. Da gibt es ja gar nichts in unserer Menge. Also kann das auch gar nicht mit irgendwo einfließen. Beziehungsweise nicht mal in diesem Bereich gibt es was. Und hier können wir das Ding auch ein bisschen länger ziehen. Also in diesen Bereichen gibt es gar nichts. Da kann nichts dazwischen sein. Es gibt keine 6,5. Also kann auch 6,5 hier nicht vorkommen. Und ich wiederhole nochmal das, was ich zu Anfang gesagt habe. Was wir dadurch beweisen, durch diesen ganzen Schmökel hier, ist, dass wir eine beliebige Folge aus unserer endlichen Menge nehmen können, die gegen irgendwas konvergiert. In unserem Fall hier zum Beispiel gegen 6. Dann wird die irgendwann konstant. So, wieder zurück. Die muss konstant werden, weil der Grenzwert so definiert ist. Das ist die Definition vom Grenzwert. Das heißt, wenn unsere Folge gegen xi konvergieren soll, dann muss das hier irgendwann gelten. Und dann kann nichts anderes mehr dabei sein. Und das ist der Beweis. Das, genau dieser Punkt, ist der Beweis, weshalb es irgendwann konstant sein muss. Weil wir nichts anderes mehr haben, was wir in unsere Folge packen können, was näher dran geht. Eine kleine, jetzt rein mathematisch, haben wir noch einen kleinen Sonderfall vergessen. Wir haben ja gesagt, i darf nicht gleich j sein. Das bedeutet, wenn unsere Menge p nur aus einem einzigen Element besteht, so p besteht zum Beispiel nur aus 2, da kann ich ja da keinen Abstand mehr messen. Das heißt, ich kann eigentlich Epsilon gar nicht bestimmen. Aber das können wir so begründen, wenn ich jetzt Folgen haben wollte innerhalb dieser Menge, die gegen 2 konvergieren, dann ist ja nur die 2 da. Das heißt, ich kann nur konstante Folgen erstellen und wir haben, das habe ich auch schon in einem vorigen Video erzählt, konstante Folgen
haben als Grenzwert immer den Wert der Konstanten. Und das heißt, das habe ich auch vorher schon mal erklärt, dass dieser Teil hier eben auch gegeben ist. Das heißt, so eine Menge mit einem Element würde auf jeden Fall auch stetig sein. Das muss man rein mathematisch dann nochmal speziell beweisen, speziell sagen, weil ich ja kein Epsilon davon bestimmen kann, wenn das hier gelten soll. Zweite Anmerkung für den Mathematiker vielleicht, was man möglicherweise für einen tatsächlichen Beweis noch erwähnen sollte, ist, an dieser Stelle muss man aufpassen, ich habe hier das Gleichheitszeichen so gemalt, mit diesem Epsilon i. Man sollte dann vielleicht noch erwähnen, dass dadurch, dass i ungleich j ist, sichergestellt wird, dass unser Epsilon i immer größer als 0 ist. Weil das ist mit einer Bedingung für diesen Kreis, den man zeichnet. Der Kreis darf nie den Radius 0 haben. Der Kreis muss immer einen Radius größer als 0 sein. Das ist das, was mit dem Grenzwert ausgesagt wird. Also wenn man dazu einen Beweis machen soll, will, sollte man das vielleicht noch erwähnen und nicht unerwähnt lassen. Dann eine weitere Anmerkung vielleicht zum Denken. Ich fand es immer sehr schwierig zu verstehen, wann darf man denn Annahmen machen, wann ist das denn eine Folgerung, wann wird es denn zum Beweis? Ist immer noch schwierig, aber in diesem Fall kann man sagen, jetzt in Bezug auf diesen Teil hier, wir sagen einfach, wir nehmen das hier an, wir gehen davon aus, dass das hier gilt, wir gehen davon aus. Und dann gilt auch das hier und dann würde auch das und das und das gelten. Also, es hört sich, finde ich, immer ein bisschen so, ins Dunkle geschossen an, wenn man sagt, okay, ja, wir sagen einfach, wir haben hier eine Folge und die geht gegen xi. Ich versuche mir dann immer zu denken, okay, nehmen wir an, wir hätten eine Folge an, die gegen xi ginge. Dann würde das hier unten bedeuten, mit jeweils dem hier und dem hier. Und zwar für jede beliebige Folge, die gegen xi geht. Und dann stellen wir fest, ja, okay, wenn wir das angenommen hätten, dann wäre das so und so und dann wäre das hier erfüllt. Wenn wir dann unterwegs feststellen, okay, irgendwas stimmt nicht, keine Ahnung, xj ist doch da drin oder sowas, dann wäre diese Annahme, die wir hier oben getroffen haben, vielleicht nicht mehr ganz